Corona und was die Seuchengeschichte lehrt. Essay. Kapitel AIDS oder Acquired Immune Deficiency Syndrome. Gelesen von Heinz Schott. Vom Frühjahr 1979 bis März 1981 wurden in drei New Yorker Krankenhäusern mindestens 8 Fälle einer besonders aggressiven Form von Kaposi-Sarkom diagnostiziert. 4 Patienten waren zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Der Krankheitsverlauf passte nicht in das übliche Bild einer chronischen, relativ gutartigen Hautgeschwulst, die vorwiegend Männer orientalischer oder schwarzafrikanischer Herkunft jenseits des 50. Lebensjahres betrifft. In New York dagegen waren junge weiße Homosexuelle erkrankt. Im April 1981 wurde in San Francisco die erste Diagnose eines Kaposi-Sarkoms bei einem Patienten mit Pneumocystis carinii Pneumonie, abgekürzt PCP, gestellt. Die von dem behandelnden Arzt John Guillet an die US-amerikanische Behörde für die Gesundheitliche Überwachung, Centers for Disease Control, CDC, gerichtete Meldung, blieb zunächst unbeachtet. Im Lauf des Jahres registrierte der Dermatologe Mark Conant weitere Fälle von Kaposi-Sarkom bei Homosexuellen in San Francisco. Der Arzt M.S. Gottlieb aus Los Angeles veröffentlichte zusammen mit mehreren Kollegen einen vorläufigen Bericht über 4 junge Homosexuelle mit einem Männer mit einer PCP, bei denen zuvor kein Immundefekt bekannt war. Am 5. Juni 1981 wurden in den USA die ersten Fälle der später als AIDS bezeichneten erworbenen Immunschwäche offiziell bekannt gegeben. Das CDC berichtete von einer ungewöhnlichen Lungenentzündung, der PCP, die sonst nur bei Patienten im Endstadium schwerer Erkrankungen oder mit angeborenem Immunmangel beobachtet wurde. Im November 1981 zählten die US-amerikanischen Gesundheitsbehörden bereits 159 Fälle, zu Beginn 1982 mehr als 200. Ausgehend von homosexuellen Zirkeln in New York, Los Angeles und San Francisco breitete sich die Seuche in 15 Staaten aus. Epidemiologische Studien konnten die Ansteckungswege im Einzelnen rekonstruieren. Ende 1981 wurden in New York auch erste Fälle von tödlicher PCP bei Heterosexuellen bekannt, darunter erstmals bei einer Frau. Diese Personen waren alle heroinabhängig, sogenannte Fixer. Zum ersten Mal vermuteten Ärzte, dass sich die Erreger der rätselhaften Krankheit analog dem Hepatitis B-Virus verhalte, das auf dem Blutweg, etwa durch verunreinigte Injektionsnadeln oder Geschlechtsverkehr, übertragen werden kann. Zu diesem Zeitpunkt hatte die neue Krankheit noch immer keine wissenschaftliche Bezeichnung. Zeitungen sprachen von Gay Cancer, Schwulenkrebs zu Deutsch, oder Gay Pneumonia, Schwulenpneumonie, oder auch Gay Plague, Schwulenpest. In der wissenschaftlichen Literatur war analog hierzu zunächst von GRID, G-R-I-D, Gay Related Immunodeficiency Disease, die Rede, bis schließlich im Herbst 1982 der neutrale Begriff AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, das heißt erworbenes Immunschwächesyndrom, geprägt wurde. Diese Bezeichnung setzte sich ab 1983 in der Wissenschaft durch. Die Virologen Luc Montagnier aus Frankreich und Robert Gallo, USA, konnten 1983 das HIV, Human Immune Deficiency Virus, als Ursache der AIDS-Erkrankung nachweisen. Die Viren in den Körperflüssigkeiten des Infizierten, in Blut, Sperma, Tränen, Speichel, werden durch direkten Kontakt, durch Geschlechtsverkehr, infizierte Blutkonserven, verunreinigte Injektionsnadeln, Eindringen durch verletzte Haut- oder Schleimhautstellen übertragen.
Die verschiedenen HIV-assoziierten Erkrankungen können sich als akute Infektion mit grippeähnlichen Symptomen zeigen, asymptomatisch verlaufen oder sich als generalisierte Lymphadenopathie, das heißt Lymphknotenschwellungen, zeigen, ehe es zum Endstadium der manifesten Krankheit, also AIDS, mit den klinischen Komplikationen der Immunschwäche kommt. Beginn und Ursprung der AIDS-Epidemie lagen zunächst im Dunkeln und gaben Anlass zu zahlreichen Hypothesen. Vermutungen, wonach die Seuche bereits in der Antike, in der Renaissance, eingeschleppt von den Spaniern aus Lateinamerika oder im 19. Jahrhundert, Beschreibung eines Hautsarkoms durch den Wiener Arzt Moritz Kaposi 1872, aufgetreten sei, ließen sich nicht beweisen. Es galt als wahrscheinlicher, dass AIDS im Hinblick auf das gehäufte Vorkommen des Kaposi-Sarkoms in Belgisch-Kongo, Zaire, Mitte des 20. Jahrhunderts, seinen Ursprung in Zentralafrika hat und von dort durch infizierte Gastarbeiter über Haiti nach Mittel- und Nordamerika sowie Europa eingeschleppt wurde. Klinisch dokumentierte Einzelfälle, welche eine AIDS-Erkrankung vermuten lassen, reichen in Europa bis 1959 zurück, als ein britischer Seemann mit AIDS-Symptomen trotz intensiver Behandlung starb. 1976 wurde in Köln ein ziemlich eindeutiger Fall beschrieben. In den Vereinigten Staaten konnte der Beginn der neuartigen Epidemie durch rückblickende Studien bis 1978 zurückverfolgt werden. Der drastische Anstieg der Zahl von AIDS-Erkrankten, vor allem in den USA und Westeuropa, entfachte die Diskussion über die Chancen zur Bekämpfung der Seuche, Möglichkeiten der Vorbeugung und Impfung sowie die sozialen Folgen der Krankheit. Zunächst schien die als Schwulenpest diffamierte Krankheit nur gesellschaftliche Randgruppen zu betreffen. Mit der sozialen Ächtung der AIDS-Befallenen war das traditionelle Vorurteil verknüpft, wonach Krankheit als Strafe für ein sündhaftes Leben zu gelten habe, für das der Einzelne letztlich selbst verantwortlich sei. Nachdem immer deutlicher wurde, dass AIDS nicht auf Randgruppen beschränkt, sondern potenziell jede Person von der Infektion bedroht war, entbrannte Mitte der 1980er Jahre in den USA und Europa eine heftige Debatte über die richtige Strategie der AIDS-Bekämpfung. Panikmache auf der einen und Verharmlosung auf der anderen Seite führten zu fragwürdigen Vorschlägen. Während die einen HIV-Zwangstests für Risikogruppen und gegebenenfalls strikte Isolierungsmaßnahmen vorsahen, bestanden die anderen auf einer anonymen Durchführung der Tests und beschäftigten sich sogar mit der Frage, ob ein Krankenhauspatient, dessen Blut auch auf den AIDS-Virus HIV getestet worden war, über ein positives Resultat überhaupt aufgeklärt werden dürfe. Zwar wurde 1983 mit dem HIV der Erreger der Krankheit entdeckt, aber ein Heilmittel war damit noch ebenso wenig wie ein Impfstoff gefunden. Die Abwehrmaßnahmen konzentrierten sich deshalb auf breit angelegte hygienische Aufklärungskampagnen, die sich insbesondere auf Sexualpraktiken bezogen, unter anderem Safer Sex mit Kondomen. Besonders schwer war von Anfang an Schwarzafrika betroffen, wo um 1990 mehr als 1% der Bevölkerung zwischen 10 und 49 Jahren mit dem Virus infiziert war. In Uganda waren sogar zwischen 10% und 20% der Erwachsenen HIV-positiv und mehr als ein Viertel der getesteten Schwangeren infiziert. Neben den schlechten hygienischen Verhältnissen begünstigten kulturelle Eigenheiten und das traditionelle Sexualverhalten die Ausbreitung der Seuche. Im Gegensatz zu Europa und Nordamerika, wo bislang vor allem die Risikogruppen betroffen waren, erfasste AIDS in Afrika die gesamte Bevölkerung. Besonders gravierend war die fatale Wechselwirkung zwischen AIDS und anderen Infektionskrankheiten wie Malaria und Tuberkulose, die bei HIV-positiven Menschen häufiger zum Ausbruch kommen. Trotz intensivster Forschungen ist es auch nach rund 4 Jahrzehnten der AIDS-Epidemie nicht gelungen, einen Impfstoff zu produzieren.
Allerdings konnten Medikamente mit antiretroviralen Wirkstoffen entwickelt werden, die in einer Kombinationstherapie nach sehr spezifischen Leitlinien verabreicht werden und die Viren zwar nicht völlig ausschalten, aber ihre Vermehrung doch in Schach halten können. Trotz der Fortschritte in Diagnostik und Therapie hat sich in afrikanischen Ländern südlich der Sahara inzwischen eine bedrohliche Pandemie ausgebreitet. Schätzungsweise rund 25 Millionen Menschen leben derzeit dort mit einer HIV-Infektion. 2016 starben etwa 730.000 in der Region an AIDS. Eine antiretrovirale Therapie ist nur bei einem Teil der Menschen möglich, da sehr viele nichts von ihrer Infektion wissen.